Du kannst Menschen kontrollieren mit Hilfe der Operantenkonditionierung. Die Operantenkonditionierung ist nämlich ein Tool, um das Verhalten von Individuen zu beeinflussen und nach deinen Wünschen zu programmieren. Also genau das, wonach wir suchen. Ausgangspunkt ist unser Gehirn. Stark vereinfacht funktioniert das menschliche Gehirn nämlich so, dass es negative Konsequenzen abgrundtief hasst und versucht, diese möglichst zu vermeiden. Positive Konsequenzen hingegen, wie Komplimente, Belohnungen und Geschenke, liebt es und wird sehr schnell süchtig davon. Demnach belohnst du bei der Operantenkonditionierung ein gutes Verhalten mit einer Belohnung. Negatives Verhalten musst du hingegen direkt bestrafen. So schaffst du es, das Gehirn deines Gegenübers kinderleicht umzuprogrammieren. Weil du negative Verhaltensweisen bestrafst, wird dein Gegenüber sie zukünftig vermeiden, um nicht den Schmerz einer negativen Konsequenz zu erleben. Obendrauf bringst du ihm bei, sich optimal dir gegenüber zu benehmen, indem du positive Verhaltensweisen belohnst. Er wird süchtig danach, dir zu gefallen. Das ganze Video gibt's auf